Weiter geht's an der Baustelle. Heute wird wieder Material besorgt. Und zwar kommt heute eine Palette Schalsteine. Da werde ich wohl noch ein paar mehr brauchen. Aber erstmal eine Palette hier. Dann kann man schon mal anfangen. Ein bisschen Zement ist noch dabei. Und gleich geht's nochmal zum Kies holen. So, nachdem eine neue Ladung Kies und Zement und eine Palette Schalsteine. Für den Weiterbau entladen sind, geht es jetzt zu einem ganz wichtigen Punkt, den ersten Stein. Tja, die Grundsteinlegung knapp verpasst. Das hier war mein erster Stein. Ja, ich muss sagen, Steine setzen doch noch schwieriger als den Boden betonieren. Naja, aber wenigstens kann ich hier so meinen typischen Fusch anbringen. Auf jeden Fall ist von der Höhe her schon mal alles soweit gut. Da vorne geht's weiter. Oh, mal sehen. Tja, Feierabend heute. Naja, bin ganz zufrieden. Heute war ja noch Material holen angesagt. Das hat ja auch viel Zeit in Anspruch genommen. Und Schalsteine setzen bei dem Berg auf und ab, was ich hier im Teich habe. Naja, mal sehen, wie es denn morgen aussieht. Dann geht's weiter. Ja, es ist wieder Sonntag. Und nachdem es gestern wieder den ganzen Tag geschüttet hat, ist heute erstmal wieder trocken angesagt. Lärm wird eh nicht gemacht, also Zeltplane trocknen und die Baustelle trocknen. So, nicht vergessen, nochmal nach den Fischen gucken. Zelt ist aufgehängt. Pumpe war wieder im Einsatz. So, und da es heute ein sonniger Tag werden soll, wird heute erstmal die Baustelle komplett getrocknet. Parallel werde ich da hinten schon mal die Verrohrung für den Filter machen, für den Schwerkraftfilter. Ja, das kann man alles machen ohne Geräusch. Ja, schönen guten Morgen. Heute ist Samstag. Heute habe ich ein paar Freunde am Start, die mir helfen wollen. Heute wollen wir die Schalsteine aufeinander stapeln und dann mit Beton befüllen, damit ich so einen richtigen Schub nach vorne komme. Kurz mal einen Blick für die Fischis. Ja. Geht's gut. Fast 21 Grad Wassertemperatur. Ja, ist okay. Es soll doch heute tatsächlich mal trocken bleiben. Ja, aber nicht den ganzen Tag. Für heute Abend 19 Uhr. Ist Gewitter und Starkregen angesagt. Naja, bis dahin will ich ein ganzes Stück vorwärts kommen. So, mal ein kurzes Update, was wir dann bis jetzt geschafft haben. Also, Außenanlagen abgebaut, Teich leer gepumpt, Fische rübergesetzt, Betonplatte oder Bodenplatte gesetzt und den Filter schon mal hinten in der Ecke positioniert, Bodenablauf einbetoniert. Und die erste Reihe Schalsteine gesetzt. Da ja bei dem Teich hier die Wände in einer Schrägung nach oben gehen, habe ich natürlich hier an den Rändern so viel Luft. Da habe ich mir überlegt, ich werde heute breitere Steine, das sind ja 11,5er, und jetzt kommen da 17,5er Steine drauf und dann mache ich nur eine kleine Stufe, dann habe ich nachher nicht so viel Verlust. So, hier habe ich auch schon mal rumgelegt. Bis dahin bin ich erstmal gekommen. So, die Ecke hier, da kommt ja nachher meine Scheibe hin. Da passiert nichts. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie viel wir heute schaffen können. Ja, alle voll im Gange. Geht langsam voran. Die Steine wachsen. Und naja, wachsen natürlich nicht, aber die
Kante kommt höher. Ah, mit 5 Leuten ist ein bisschen eng auf der Baustelle, aber das wird schon. Ah. Gewalt geht's auch. Ja, der Samstag ist vorbei. Heute sehr erfolgreich. Wir haben richtig viel geschafft. Naja, wenn man mit ein paar Leuten ist, dann geht die Arbeit natürlich leichter von der Hand. Und jeder hat auch mal seine Pausen. Ja, jetzt hat es wieder angefangen zu regnen. Kennen wir ja schon. Naja, mal sehen, was die Nacht noch so bringt. Auf jeden Fall ging es richtig gut vorwärts. Also die erste Reihe ist auf jeden Fall gesetzt. Die zweite Reihe ist auch schon fertig. Hier haben wir schon mal angefangen mit der dritten Reihe. Bis auf da hinten beim Filter. Da muss man noch mal ein bisschen nachlegen. Aber ansonsten richtig gut was geschafft. Feierabend. Nochmal ein neues Video von der Teichbaustelle. Ich habe jetzt ein paar Tage lang nicht gefilmt, weil ich wollte mal ein bisschen vorankommen. Aber es ist trotzdem einiges passiert. Ihr seht, die Außenbeleuchtung ist schon angegangen. Das bedeutet, es ist heute schon ein bisschen später. Wir haben heute nochmal die vierte Reihe Betonsteine verfüllt. Ja, ist schlecht zu sehen. Aber die oberste Reihe ist soweit fertig. Da es jetzt ein paar Tage nicht geregnet hat, ist auch alles soweit schön trocken. Die Steine natürlich hier oben noch nicht, weil die haben wir ja heute gerade erst verfüllt. Also bis hierhin bin ich schon mal mit der vierten Reihe hochgekommen. Und auf der anderen Seite bis da. Jetzt habe ich nur noch diese kleine Ecke hier in der Flachwasserzone, die nochmal mit Steinen verfüllt werden soll. Ich habe auch keine Steine mehr. Ich muss nochmal ein paar neue besorgen. Und hier ist immer noch die Ecke, wo die Scheibe hinkommt. Das wird nochmal eine besondere Aufgabe. Ja, einen schönen guten Morgen. Es ist Sonntag. Und es geht weiter auf der Teichbaustelle. Ja, am Sonntag wird ja so nicht besonders viel gemacht. Aber wir haben vor 2 Tagen wieder einen so massiven Wolkenbruch gehabt, dass der ganze Teich komplett unter Wasser ist. Normalerweise ist es ja schön, wenn genügend Wasser im Teich drin ist. Darum sind ja auch die ganzen Umbaumaßnahmen. Aber bitte doch nicht während der Bauphase. Immer wieder. Ja, hier zu sehen, die Zeltplan wieder schön voll. Ich habe schon ein bisschen was abgeschöpft. Ja, wenn man dem Ganzen wenigstens etwas Positives abgewinnen kann. Der Teich scheint auch ohne Dichtschlemme so schon ganz schön dicht zu sein. Also das Wasser steht hier locker. Ja, 25 cm. Ja. Tropft immer noch so ein bisschen von oben vom Dach runter, weil die Plane noch nicht ganz frei ist vom Wasser. Also, heute wieder auspumpen. Heute geht's weiter. Hey, und die Sonne scheint. Meine Aufgabe für heute in der Flachwasserzone. Die letzten Steine setzen. Jawohl. Tagesziel heute erreicht. Hier sind es ja nur noch 2 Reihen. Hier wird es ja schon ein bisschen mehr. Und im Filter ist auch schon eingeschaltet und betoniert. Ja. Rohbau so gut wie fertig, bis auf die Ecke, wo das Fenster kommt. Das kommt in 2 Tagen. Dann geht's weiter. Lieblingswort aller Deutschen mit F. Feierabend.
Und weiter geht's. Heute wieder schön sonnig. Leider etwas zu warm, aber irgendwas ist ja immer. Heutiger Auftrag, die letzten Risse zu spachteln. Dann nochmal mit dem Fenster sehen, wie wir da klarkommen. Und dann den kompletten Teich schön reinigen und für die Dichtschlemme vorbereiten. Ja, nachdem ich die Dichtschlemme jetzt geholt habe, wollte ich ja heute eigentlich damit beginnen, zumindest sauber machen. Aber jetzt habe ich mich nochmal entschieden, die Ecken und Ränder nochmal ein bisschen abzuändern, ein bisschen gerade zu machen, auch hier um den Ablauf herum. Da stand immer das Wasser noch ein bisschen und so ein paar kleine Ecken hier. Ja, die musste ich nochmal nacharbeiten. Das bedeutet, mit Reinigen heute ist nichts. Aber bei meinen Fensterscheiben bin ich weitergekommen. Ich habe sie jetzt eingeklebt. Für manche macht das sehr abenteuerlich aussehen. Ich weiß selber auch noch nicht so genau, ob das alles so hält. Aber das werde ich dann ja nachher noch sehen. An einer anderen Stelle wäre die Scheibe vielleicht etwas sinnvoller gewesen. Aber auch hier, wie man sieht, kann man schön in den Teich reingucken. Und es ist ja auch geplant, die Terrasse ein Stück wegzunehmen. Kann man da schön die Fische beobachten. Ja, ein weiterer Morgen hier in der Teichbaustelle. Gestern habe ich ja nicht ganz so viel geschafft. Habe ich nur ein paar Ausgleichecken nochmal gefüllt. Und heute geht es daran, den Teich zu reinigen, so ein bisschen die Kanten abzuschleifen und vor allem im Hochdruckreiniger alles ordentlich sauber machen. Und dann werde ich heute schon mal anfangen, die Dichtschlemme aufzutragen. Das mit den Fensterscheiben hat auch wunderbar funktioniert. Muss ich jetzt nur noch mal die Kanten noch mal ordentlich abschmieren, abspritzen da mit den Silikon, was ich fürs Aquarium gekauft habe. Und dann sollten die auch dicht sein. Fest sind sie schon mal. Dann einmal einen Schwenk hier rüber. Der Bodenablauf ist ja auch nochmal neu eingefasst worden. Alles schön getrocknet. Hinten auch alles. Kann losgehen. So, damit die Wand auch schön sauber ist, ne? Also solche hier wie die, da kann man mal mit einem Hammer raufkloppen. Das geht wunderbar. Und ansonsten habe ich hier mein Schleifgerät und da wird dann einmal ordentlich und schon ist das wunderbar glatt. Nachdem ich mit dem Hochdruckreiniger die Wände ordentlich gereinigt habe und den Fußboden, kann ich jetzt anfangen, die Dichtschlemme aufzutragen. Die Wände sind noch ein bisschen feucht, das macht aber nichts. Kann man sowieso ein bisschen anfeuchten. Da, wo ich gestern nochmal ausgebessert habe, naja, das war, oder vorgestern, das war noch nicht so ganz trocken. Aber ich beginne da hinten erstmal. Sollte man auch dringend machen, weil da ist ordentlich Dreck noch. Vor allem vom Fußboden, Staub und vom Schleifen, alles Mögliche runtergekommen. Dieser Teil ist jetzt vorbei. Im nächsten Teil geht es um das Abdichten des Teiches mit der Dichtschlemme. Denn das Einlaufen oder Einfahren des Teiches mit Wasser und vielleicht auch schon Umsetzen der Fische. Letzten Blick nochmal auf meine kleinen Fischis hier. Oh, denen geht das gut. Ja, Hunger habt ihr auch schon wieder, ne?